Ja, nachdem es ein relatives Komplement gibt bei den Mengen, gibt es vielleicht auch ein absolutes Komplement und darum soll es in diesem Video gehen. Ja, und da starten wir wieder mit seinem Venn-Diagramm. Und da geht es jetzt vor allem um dieses Rechteck. Was ist denn dieses Rechteck hier eigentlich? Was zeigt denn das an? Da steckt ja eine Menge drin. Also dieses Rechteck stellt ja auch eine Menge dar. Und zwar eben diese Grundmenge oder das Universum. Also man kann sagen, die Grundmenge. Die wird oft mit dem Buchstaben U bezeichnet und das U steht dann eben für das Wort Universum. Und das ist sozusagen eine Menge von allen Dingen, die mich jetzt in diesem Zusammenhang hier interessieren. Das könnte eine Menge von bestimmten Zahlen sein. Das könnte die Menge aller Filme sein, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es könnte die Menge aller Menschen sein, die auf diesem Planeten leben. Was auch immer ich will. Ich kann auch alles zusammen reintun. Ich könnte einen totalen Mix hier haben an Zahlen, an Symbolen, an tatsächlichen Gegenständen und an Lebewesen. Würde dann allerdings wenig Sinnvolles ergeben. Also beschränke ich mich normalerweise bei dieser Grundmenge schon auf einen Bereich, der mich tatsächlich interessiert und wo die Dinge auch irgendwie zusammenpassen. Ja, und dann betrachte ich irgendwelche Mengen, die innerhalb dieser Grundmenge liegen. Zum Beispiel hier diese Menge A. Das wäre die Menge A mit alle ihre Elemente liegen hier irgendwo da drin. Und jetzt kann ich wie vorher so eine Differenzmenge bilden, aber diesmal nehme ich als Partner von A die Grundmenge selber her. Also nicht irgendeine andere Teilmenge, sondern diese Grundmenge selber. Das heißt, das bezeichne ich dann als A', also das wäre das Komplement von A. Das Komplement von A und das wäre dann gerade die Grundmenge U minus A. Oder auch die Grundmenge U ohne A. Und wir sehen, dass das in diesem Bild hier eingemalt, das wäre eigentlich diese Menge hier. Alle die Dinge, die außerhalb von A liegen, aber in der Grundmenge drin liegen, das sind die Elemente, die jetzt zu dieser Menge A', also zu dem Komplement von A, dazugehören. Letztes Mal haben wir hier eine Teilmenge genommen, irgendeine Menge B, und dann haben wir gesagt, dass diese Differenz ist das relative Komplement, und weil ich jetzt hier die Grundmenge hergenommen habe und nicht irgendeine andere Teilmenge innerhalb der Grundmenge, deshalb spreche ich jetzt eben hier auch von einem absoluten Komplement. Absolute Komplement oder einfach gesagt Komplement. Das ist das Komplement. Komplement von A. Das ist das Komplement von A. Und das kann ich beschreiben als Menge von allen Elementen in der Grundmenge U, die nicht in A drin sind. Ja, machen wir am besten ein Beispiel. Wieder mit Zahlen. Also wir nehmen wieder eine Grundmenge her. Bei den Zahlen bieten sich ja da einige Grundmengen an, die öfters verwendet werden. Da ist zum Beispiel die Grundmenge der ganzen Zahlen. Jetzt haben wir dieses Symbol mit diesen Doppelstrichen. Sozusagen, das wäre die Menge der ganzen Zahlen. Das sind die ganzen Zahlen. Dann habe ich aber auch diese Menge mit dem Q. Also dieses Q hier, das steht ja für Quotient. Das sind irgendwie Zahlen, die durch Bruch darstellbar sind. Dann mit dem Doppelstrich. Das ist also die Menge der rationalen Zahlen. Das sind die rationalen Zahlen. Oder ich habe hier die Menge der reellen Zahlen. Das wäre dieses R mit dem Doppelstrich. So, das wären die reellen Zahlen. Das sind so typische Grundmengen, die ich in der Mathematik sehr oft gebrauchen werde. Also nehme ich mal an, dass das hier die Grundmenge der ganzen Zahlen ist. Das soll gleich U sein. Ja, und die Menge, die ich eigentlich betrachten will, das soll hier so eine kleine Teilmenge sein. Das ist die Menge C und die soll bestehen aus den Elementen minus 5, 0 und 7. Wir sehen schon, das ist nicht maßstabsgerecht gemalt, denn schließlich ist dieses Universum hier unendlich groß und das ist nur eine winzige Teilmenge davon, aber nur zur Veranschaulichung hier. Ja, und jetzt schaue ich mir einfach mal an, wer zu C dazugehört oder wer zum Komplement dazugehört. Auf jeden Fall kann ich hier sagen, dass minus 5, das ist ein Element in der Menge C. Also dieses kleine Ding, was so fast so aussieht wie Epsilon, das heißt eben, ist ein Element. Das hier, das soll heißen, ist Element von der Menge, die dahinter steht. Also das ist ein Element von C. Die 0 ist ein Element von der Menge C.
Die 7 ist ein Element von der Menge C. Irgendeine andere Zahl aus diesem Universum, zum Beispiel die Zahl 53, ist jetzt kein Element von C. Das 53, das mag hier irgendwo ganz woanders liegen. Oder die Zahl 42 ist genauso wenig ein Element von C. Die mag hier irgendwo in der Menge drin liegen, außerhalb von der Menge C. Ja, wie verhält es sich jetzt mit dem Komplement? Also das Komplement wäre ja C' und das wäre dann eben diese Grundmenge U minus C oder man kann auch sagen die Grundmenge U ohne C. Das sind also alles, was hier draußen ist. Alles das hier, das wäre sagen das Komplement von C. Das hier ist alles das Komplement von C. Ja, und was gehört dazu und was nicht? Die minus 5. Die minus 5 ist nicht ein Element im Komplement von C, denn das war hier drüben ein Teil von C. Die 0 ist kein Element vom Komplement. Die 7 ist kein Element vom Komplement. Die 53 ist ein Element des Komplements, denn es liegt ja hier draußen. Und die 42 wäre auch ein Element des Komplements von C. Wir sehen also, das kehrt sich immer gerade um hier. Was hier ein Element von C ist, ist kein Element vom Komplement von C. Ja, ich hoffe, dieses kleine Beispiel hier hat den Begriff des Komplements jetzt ein bisschen klarer gemacht.